PUBG hat einen neuen Patch bekommen. Es gibt zwei neue Kisten, die man sich mit BP kaufen kann oder im Steam Market mit Echtgeld einkaufen kann. Und eine dieser Kisten öffnet man dann auch mit Echtgeld mit einem Schlüssel, ähnlich wie in Counter-Strike Global Offensive. Bisschen eigenartig, weil es gibt ziemlich viele Bugs in dem Spiel, die vielleicht gefixt werden sollten. Und ich finde, Kisten sind jetzt nicht unbedingt die Priorität Nummer 1 für das groß angekündigte zweite 1.0 Update, warum auch immer es zweites 1.0 Update heißt. Und außerdem haben ganz viele YouTuber und Twitcher, die PUBG Partner sind, eine besondere PUBG Partnerjacke bekommen. Jetzt habe ich so eine komische Jacke in-game, die auf der Seite so ein Patch drauf hat, wo drauf steht PUBG-Partner. Die Jacke kann ich nicht ablegen und da die Jacke dummerweise eine Jacke ist und den Jackenslot einnimmt, kann ich auch gleichzeitig keine Ghillie-Suits mehr anziehen. Naja, zumindest das hier ist eine Solo-Runde, die ich mit euch teilen wollte. Ich war relativ gechillt an den Tag und ich dachte mir so, oh komm, wir spielen mal ein paar Solo-Runden und vielleicht ergibt sich irgendwas Cooles. Ganz am Anfang der Runde finde ich eine Armbrust und die Armbrust ist normalerweise immer ein sehr, sehr schlechtes Omen für diese Runde. Jedoch fand ich es ziemlich unterhaltsam und ich wollte die Runde mit euch teilen. Die erste Runde in 2018 sozusagen. Und ja, ohne viel zu quatschen, los geht's. Alles klar. Ich mache einfach weiter. Scheiße, ich bin richtig, richtig kacke geflogen, Alter. Oh Gott, ich glaube, ich werde direkt sterben. Ich glaube, ich werde keine Waffe finden und ich werde sterben. Okay, Plan B. Wir müssen irgendwo außerhalb eine Waffe finden und dann später reinlaufen und töten. Nee. Nee. I need a weapon. Oh, ich habe eine Waffe gefunden. Oh Gott, Alter. Okay, Jungs. Pass gut auf, was ich jetzt mit dem Crossbow umsetze da oben. Pass gut auf. Ich glaube, ich werde sofort sterben. Oh Gott, hier oben ist jemand. Ah. Unter mir ist er. Lass bitte niemanden hinter mir sein. Eine Weste, aber kein Helm. Das sieht schlecht aus. Oh Gott. Okay. Ich muss weitermachen mit der Waffe, oder? Was zum Teufel? Oh Gott, scheiße. Ich fordere mein Glück zu sehr heraus. Okay, es sieht ganz gut aus. Ich glaube, jetzt ist es mehr oder weniger frei hier. Okay, nice. Lass uns zu Walter White gehen. Oh Gott. Wow! The fuck is going on? Warum treffe ich neuerdings mit der Waffe? Was macht er denn da oben überhaupt? Okay, heilige Scheiße. Ich glaube, ich muss die Waffen weiterhin benutzen, ha? Huh? Was ist hier los? Bleib hier hängen. Wo, guck mal hier, ich renne gegen irgendwas gegen hier. Aber hier ist doch gar nichts. Eine Smoke-Granate liegt da. Ist es die Granate? Nein, what the fuck? Ein Auto. Zwei Autos, was zum Teufel, Mann? Das Ding ist, diese Autos, man kann so gut wie niemanden da raussprayen. Das ist fast unmöglich. Gut, no!
Connecte doch. Ja, dann weiß ich jetzt, wo eine Person ist. Die Frage. Oh, oh no. Die Frage ist nur, ist er jetzt nach, wie weit nach hinten gelaufen? Ziemlich weit, so wie es aussieht. Gott, come on. Was ist hier los? Wie falle ich? Crossbow? Soll ich einen Crossbow nehmen? Kann ich demnächst machen, ja. Schieß ja mit dem Crossbow rüber. Bin zwar sicher, dass ich nichts treffen werde, aber. Gott, Alter. Schade, der Typ ist komplett weggelaufen. Ach man, ey. Mit dem Crossbow werden alle weg, mit dem Crossbow hätte ich ihn safe. Wenn ihr meint, ja. Bist du gerade gerne. Oh! Warte. Von deinem Fenster ist er. Meint ihr so? No, no, no! Dummerweise hat der Crossbow aus irgendeinem Grund nicht getroffen, Jungs. Ich weiß nicht. Ich glaube, ihr lügt mich an. Ich habe gerade einen Karabiner gehört, der ungefähr hier aus der Richtung kam. Da läuft jemand auf mich zu. Ich glaube, der hat mich aber gesehen, deswegen werde ich ein bisschen Posi wechseln. Ach ja, einer mit einem Cross, mit einem Dingens, mit einer einem Karabiner läuft auf jeden Fall hier rum. Crispy Meme. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass meine Schüsse irgendwie verspätet angekommen sind. Das ist uncool. Das weg, das weg. Das da drauf. Besser. Ich bin echt gespannt, wie oft ich den Karabiner heute benutze. Eigentlich ist der Karabiner in letzter Zeit immer enttäuschend gewesen. Immer wenn ich ihn benutze, wirklich immer. Hoffen, dass es diesmal anders ist. Hat er gerade eine Weste gehabt? Was zu sagen? Ich brauche das Red Dot von der Waffe nicht mitnehmen, weil ich das Red Dot nicht auf der M16 spiele. Ich kann mit dem Red Dot auf der M16 nicht spielen. Ich spiele immer mit Einzeit. Wenn dir irgendjemand nahe kommt, dann spiele ich einfach Einzeit und schieße dann auf ihn. Hat irgendjemand von euch die gleiche Erfahrung gemacht auf Miramar, dass man auf Miramar einfach überhaupt keine Kills bekommen kann? Außer irgendwie, du gehst Hacienda und landest da hart, tötest irgendwie meinetwegen 10 Leute oder so weiter, dann hast du vielleicht Glück und hast am Ende der Runde 17 Kills oder so? Echt müllig gerade. Da läuft, was, da fährt ein Auto. Zum Teufel, ist er ausgestiegen? Deswegen bekomme ich keine Kills, Screenshots. Was zum Teufel? Er hat sich einfach selbst überfahren. Was zum Fuck, Alter? Okay. Vielleicht hat er eine Weste. Wenn er sich selbst erfahren hat, dann hat er ja vielleicht seine Weste nicht zerstört. Kann ich vielleicht seine Weste anziehen. Weil ich brauche gerade relativ dringend eine. Oh wow, die ist sogar heile. Wie nice ist das denn? Okay, wir holen uns auf jeden Fall den Drop, Mann. Wir schauen uns das mal an. Sind wir hier drin? Oh, what the fuck, Alter. Mein Gott, wirklich? Danke.
Kompensator auf einer AWM, Karabiner, M24 und so weiter macht keinen Sinn. Kompensator reduziert den Recoil auf zwei aufeinanderfolgenden Schüssen. Und bei einer Waffe, die, wo jeder einzelne Schuss rein repetiert wird, manuell mit der Hand, braucht man keinen Kompensator. Kompensatoren haben keinen Effekt auf AWMs, M24s und Karabinern. Alle Waffen, wenn man schießt, wo man den Hebel ziehen muss, um die nächste Kugel in den Lauf zu machen. Was, da oben geht's immer noch ab? Warte mal, der ist nicht innerhalb der Zone. Ich frage mich wirklich, warum ist denn hier wirklich niemand in meiner Ecke? Hier scheint wirklich nur ich zu sein. Was zum Teufel? Gehen wir jetzt halt rüber zum großen Berg. Gehen wir oben auf den Berg. Chillen da ein bisschen. Ich muss mich jetzt extra, weil ich jetzt über die offene Fläche laufe. Boah, ich muss so dringend auf die Toilette gerade, ne? Habt ihr das eigentlich mitbekommen, was bei Montana Black passiert ist? Mit der Twitter-Aktion, wo irgendjemand die Polizei angetweetet hat? Finde ich auf jeden Fall sehr interessant, Jungs. Finde ich sehr interessant. Ich kann euch nämlich eine kleine Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob ich das erklären muss oder ob ihr das alle gesehen habt. Montana Black 88 ist so ein, ist auch YouTuber und Twitcher. Und da hat wohl irgendjemand bei ihnen im Stream einen Cannabis-Haschrauschgift-Joint zusammengebaut. Und irgendjemand hat deswegen die Polizei angeschrieben. Und die Polizei soll sozusagen ermitteln, weil er quasi Drogen gestreamt hat, also weil er quasi gestreamt hat, wie er Drogen konsumiert hat im Stream. Das erinnert mich sehr an meine goldene AK, weil vor kurzem mir auch jemand gedroht hat, dass er die Polizei anrufen würde, weil ich einen Waffenreplika zu Hause habe und mehr oder weniger sozusagen im Besitz wäre einer Schusswaffe. Finde ich sehr interessant auf jeden Fall, was manche Leute quasi so in ihrer Freizeit machen, nicht wahr? Leute, also so eine Art, so dass sie irgendjemanden Gedanken darüber verliert, quasi die Polizei anzurufen wegen sowas. Sehr interessant. Also wenn demnächst das SEK hier reingeplatzt kommt, dann wisst ihr Bescheid. Die wollen meine AK holen. Ich wurde gerade beschossen, weil ich sehe den Gegner nicht. Den wirklich nicht, bin ich blind? Da ist jemand, aber das ist nicht der, der mich beschossen hat, oder? Ah! Beste, was ihr machen könnt, wenn ihr schießt, bleibt niemals stehen. Niemals. Sobald ihr stehen bleibt, habt ihr verloren. Immer in Bewegung bleiben. Mit der M16 geht das. Und mit der M416 geht das, dass man die ganze Zeit sich bewegen kann und dabei schießen kann. Geht auch nur mit Vierfachscope, meiner Meinung nach. Also mit anderen Worten. Gewöhnt euch das an, wie so ein Idiot die ganze Zeit euch zu bewegen, während das ihr schießt. Damit könnt ihr alles und jeden umbringen in diesem Spiel. Irgendwie habe ich ein ganz mulmiges Gefühl, hier links zu gehen. Ich glaube, es macht tatsächlich mehr Sinn, über die Häuser zu laufen. Auch wenn ich weiß, dass in einer der Hallen auf jeden Fall eine Person drin sein wird. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl, links zu laufen. Auch nur ein Bauchgefühl. Keinen anderen Grund habe ich dafür. Drauf.
Wenn jemand kommt, dann ist er hier. Vor mir hier irgendwo. Ich merke aber, wie ich echt nicht warm bin gerade. Ich muss gucken, wie nah ist jetzt jemand an mir dran. Ist jemand sehr nah an mir dran? Sind die Leute alle weit von mir entfernt? Ich muss jetzt quasi irgendwo Intel bekommen. Ich glaube, die werden liegen. Oder einer wird zumindest liegen. Hier oben ist irgendwo noch einer. Ein Typ, den ich ganz am... Da ist er. Kurz auf Toilette, bis gleich. Hi Freunde.